natürlich schon ein fantastisches Gefühl, jetzt nach so langer Bauzeit, dieses Gebäude, dieses Kulturgebäude, was ja so geschichtsträchtig ist, seit über 300 Jahren ein inhaltlich wie städtebaulich prägendes Gebäude in der Stadt ist, jetzt wieder eröffnen zu können. Wir haben neben dem wunderbaren Asam-Saal, in dem wir uns jetzt gerade befinden, noch einen kleinen Veranstaltungssaal. Wir haben eine Außenbühne mit dem Asam Öffne Dich, wo man auch Open-Air-Veranstaltungen stattfinden lassen kann. Und im ersten Stock haben wir ein deutlich vergrößertes Stadtmuseum, in dem man die Geschichte Freisings quasi durchschreiten kann und sich ein bisschen ein eigenes Bild davon machen kann, über die reichhaltige Geschichte, die ja auch weit vor die Ankunft des heiligen Korbinians zurückreicht. Ich denke, es ist ein schöner Moment, ein historischer Moment, dass wir dieses Gebäude wieder in neuem Glanz erstrahlen lassen können. Und ich glaube, dass hier viele interessante Veranstaltungen, Begegnungen und interessierte Besucherinnen und Besucher aufeinandertreffen werden.